Zuhörenden. Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Nosy Rosy Zuschauer. Ich freue mich, Sie heute zu diesem wunderschönen Montag zu begrüßen. Und ich möchte Ihnen auch gleich das dieswöchige Wochenthema vorstellen. Dieses lautet: Eine Botschaft an Heterosexuelle im Lande. Habt ihr unseren heterosexuellen Mitmenschen etwas mitzuteilen? Und heute ist Montag und diesen wunderschönen Montag beginnt Cassandra mit ihrem Statement, was sie schon immer an heterosexuelle Menschen sagen wollte. Und ja, danke schön, liebe Gisela, dass du die Nosy Rosy Woche eröffnet hast mit dem Thema, was wollte ich Heterosexuellen schon mal sagen. Und fangen wir auch gleich mal an. Ihr wisst ja, ich bin die Cassandra, ne? Ich bin montags hier online und was wollte ich Heterosexuellen schon immer mal sagen? Ich fange an, mich zu bedanken. Und zwar bedanke ich mich an die Homosexuellen, das ist ja echt total verwirrend, ey. Also an die Heten, die uns abonniert haben. Ich freue mich darüber, dass selbst heterosexuelle Menschen einen Channel abonnieren, der eigentlich ursprünglich nur für Lesben gedacht war. Das finde ich schon toll. Danke an euch. Und ich bin auch ziemlich dankbar, dass ich öffentlich meine Homosexualität leben kann, dass viel, viel mehr Menschen das jetzt tolerieren und akzeptieren. Das finde ich einfach super toll. Und auch in meiner Familie zum Beispiel, das war ja damals sehr schwer gewesen, dieses Outing und so. Und jetzt ist es einfach so was ganz Normales. Also, ich sag mal so, meine Familie spricht darüber ganz normal. Ja, meine Tochter hat eine Freundin oder so. Haut, ne? Das kommt meistens echt gut an, dass sie sagen, hey, ist ja toll, ne? Und dann auch dieses, ja, Hauptsache du bist glücklich. Das habe ich dann auch jetzt von meiner Oma erfahren. Und auch so im Dorf haben einige wohl schon mitbekommen, dass ich hier Videos für The Nosy Rosy mache und habe da auch positive Reaktionen bisher nur bekommen. Und dafür möchte ich im Allgemeinen mal Danke sagen. Ne? Danke, dass es Menschen gibt, dass es heterosexuelle Menschen gibt, die mit auf den CSD gehen oder die einfach dem Thema ganz offen entgegentreten. Kann man das so ausdrücken? Ja. Ich bin eigentlich ziemlich froh, jetzt 2010 eine Lesbe zu sein und auch hier bei The Nosy Rosy mitzumachen. Das war ja so, dass ich damit angefangen habe aus einer Wut heraus. Also ich hatte eine Frau, in die war ich sehr, sehr verliebt, auch heute noch. Und wir hatten eine schwere Beziehung, weil ihre Eltern und so total dagegen waren. Und daraus hin, aus diesem Liebeskummer und diese Wut auf ihre Eltern, haben mich dazu gebracht, The Nosy Rosy mitzumoderieren. Ja, und jetzt sitze ich mit in dem Boot und mache voller Freude weiter, weil es mir Spaß macht. Was möchte ich noch sagen? Ja, es ist ja immer so mit der Bibel, so ein Ding zum Beispiel, dass in der Bibel steht geschrieben, ich meine mal ganz ehrlich, wir wissen mittlerweile, dass die Bibel aus 7 verschiedenen Büchern zusammengefasst worden sind und wir sind uns auch ganz offen darauf einig, dass einige Textpassagen in der Bibel frei erfunden oder auch gelogen sind. Und deswegen ist es an der Zeit, da mal zu sagen,
Überprüft mal selber, glaubt ihr wirklich, dass Gott das verbietet? Und ich habe noch nicht gehört, dass ein Homosexueller von einem Blitz getroffen worden ist, weil er homosexuell ist, also die Strafe Gottes. Und ich habe auch noch nicht erlebt, dass Gott auf die Erde kam und sagte, dass Homosexuelle eine Sünde, also das homosexuelle Leben eine Sünde sei. Habe ich bisher noch nicht erlebt, eigentlich nur aus uralten Schriftstücken, die wir heute nicht mehr nachvollziehen können, ob die überhaupt wahr sind oder ob da einfach irgendjemand was geschrieben hat, weil er damit was erreichen wollte. Ja, ich finde es irgendwie fantastisch und echt total wundervoll, wie viele Menschen, wie soll ich es ausdrücken, also wie viele heterosexuelle Menschen gar nicht abgeneigt sind gegen Homosexuelle. Und das macht sich gerade bei unserem Kanal ziemlich publik, kann man das so sagen, dass also wir echt ein paar Leute haben, die uns schauen und ansehen, obwohl sie heterosexuell sind. Und ich meine, das zeigt doch, dass es dort draußen in dieser Welt viele, viele, viele tolerante Menschen gibt, die das akzeptieren. Jo. Was wollte ich denn noch so sagen? Gar nicht mehr viel, weil ich glaube, ich habe schon so viel geplappert. Jedenfalls, ich bin glücklich und dankbar, dass ich in einer Welt lebe, jetzt 2011, wo ich nicht mehr Angst haben muss, dass man mich wegsperrt oder dass man mich sogar umbringt. Denn das war vor vielen Jahren so gewesen, dass Homosexuelle vergast wurden oder in Gefängnissen aufgehalten wurden und, und. Und jetzt haben wir sogar eigene Clubs und eigene Treffen, wo wir uns treffen können. Und wir können ein Händchen halten, mit unserer Liebe durch die Straße laufen, ohne dass man irgendwie erschossen wird oder sonst irgendwas. Stimmt's oder habe ich recht? Ich finde, die Welt ist gar nicht mal so schlimm, wie viele es behaupten. Natürlich haben wir ein paar Homosexualität. Aber auch da, was soll ich dazu sagen? Ich denke, jeder, der gegen Homosexuelle ist, der sollte sich selbst mal an die eigene Nase packen und fragen, wie wäre es für ihn, wenn man ihn deswegen mobben würde oder mit Steinen beschmeißen oder viel schlimmer noch beschimpfen. Weil ich denke, jeder Mensch hat irgendwie ein Laster, zum Beispiel Segelohren. Aus Segelohren ist ein Mobbinggrund und auch Übergewicht ist ein Mobbinggrund. Viele, viele verschiedene Dinge. Und auch da wird gemobbt und derjenige, der mobbt, der sollte mal überlegen, warum er das eigentlich tut. Ich meine, wenn jemand Homosexuelle nicht mag, hat er doch noch immer noch die Möglichkeit, sich von diesen Menschen fernzuhalten. Mein Wunsch ist es, in diesem Video euch mitzuteilen. Mein Wunsch ist es, Frieden für alle. Jeder soll lieben, wen er lieben möchte, solange er keinem dabei wehtut. Und ich wünsche mir Frieden für die Welt. Und dass es überall auf diesem Planeten genug zu essen gibt, genug zu trinken gibt, dass es für jeden den richtigen Partner gibt und die richtige Partnerin gibt. Und damit verabschiede ich mich zum Nosy Rosy Montag von der Cassandra und gebe nochmal ab an Gisela. Ja, danke liebe Cassandra, dass du so offen und ehrlich über dieses Thema gesprochen hast. Und wir freuen uns mit Sicherheit noch auf die anderen Nosys, die diese Woche noch kommen werden. Entschuldigt bitte meine Sprachfehler, ich bin ja neu hier und so aufgeregt, dass ich mit dabei sein darf, dass mir manchmal einfach die Sprache wegbleibt. Ich werde mich beim nächsten Mal bemühen, es besser zu machen. Ja, vielen Dank, liebe Cassandra. Und nun überlassen wir das Wort diese Woche noch der Laura und die Jen.
Und dann haben wir ja noch die Neuen, die den Donnerstag machen, die Jana und die Mine. Die sind ja auch immer recht der Burner, ne? Und unsere Dunni, die kommt am Freitag. Und vielleicht sehen wir auch noch die Thomas, die am Samstag da ist. Und eventuell am Freitag, nein, am Sam, am Son, Sam, Sum, Sams, Sonntag lassen wir den Tag frei, damit ihr das gesprochene Wort nochmal auf euch, auf eure Seele prasseln lassen könnt. Ich verabschiede mich in diesem Sinne. Goodbye, bis nächste Woche Montag.